Liebe Leute, wir spielen weiter mit einer 1800 und haben eine Aufgabe, die wollen wir noch schaffen. Wir wollen vielleicht hier die Leute noch richtig glücklich und zufrieden machen hier in Zentrale hier. Ich habe, glaube ich, im Hintergrund das Spiel die ganze Zeit weiterlaufen lassen, während ich mich um was ganz anderes gekümmert hatte. Oh lala, hier gab es ein kleines Problemchen. Hier müssen wir ein bisschen Aufbau betreiben. Das war's schon. Kurz den Diplomatie-Check. Ja, hier müssen wir dringend den Nicht-Angriffspakt erneuern. Hier auch. Die Stiftung wird begeistert. Du hast dich ganz schön gemacht. Gib es einfach her. Sie sind ein sehr. So, wir sind alle wieder mit uns, Menschen, lieb Kind. Lassen Sie hochleben. So, nun schauen wir mal. Hier leben sehr viele Menschen. Das Schiff, das Luftschiff müsste mittlerweile angekommen sein. Mit Stepa und Matze. Und die sind tollen Items hier. Die werfen wir einmal raus. Die wollen wir jetzt alle benutzen. Und das Schiffchen schicken wir zurück von da, wo es hergekommen ist. Jetzt gehen wir zu unserem Rathaus hin. Oh, du meine Güte. Und checken bei jedem Item, ob wir nicht mittlerweile ein besseres haben. Also den Feuermann, der fliegt schon mal raus. Dann, also es geht darum, dass wir Attraktivität bekommen für die Insel. Und das können wir entweder direkt dadurch nehmen, erreichen, dass wir ein Item hier reinpacken, das den Obrero-Häusern Attraktivität bringt. Oh, wir müssen den Kino verlosen. Entschuldigt. Ach, jetzt bin ich schon mittendrin. In 20 Minuten. Jetzt bin ich mittendrin auch schon. Machen wir gleich. Gut, dass du mich daran erinnerst. Danke. Machen wir gleich. In der nächsten kleinen Pause. Ich zeichne für YouTube hier auf und in der nächsten kleinen Pause. Ich verlose dann einfach noch einen zweiten Key. Als Entschädigung dafür, dass ich gerade vergessen hatte. Ich weiß noch was anderes, was ich verlosen kann. Erinnert mich gleich dran. Ich verlose dann noch was anderes da zusätzlich. Dann nehmen wir das noch rein. Ist den Areopag der Arbeiterschaft. Zufriedenheit plus 10, plus 10. Den wollten wir reinnehmen. Dann checken wir die anderen Leute hier nochmal. Einkommen pro Haus erhöht. Attraktivität plus 2. Zufriedenheit plus 10. Und wir wollten eigentlich einen von denen noch austauschen gegen, lasst mich nochmal nachgucken, ich hatte, das war gegen, Gott, wo habe ich es mir denn hingeschrieben? Irgendein anderes Item noch. Das habe ich gerade verlegt. Mal gucken, wen wir da wollten. Ach komm schon! Hier, Millicents Manifest der Suffragette. Zufriedenheit plus 18. Arbeitskräfte plus 15%. Aufstandsgefahr minus 30. Hier ist die Zufriedenheit 10. Hier ist die 18. Arbeitspensumseffekte sind egal. Er fliegt raus. Sie geht rein. Wo ist sie denn? Da. Und dann wäre noch die Frage. Zufriedenheit plus 10. Attraktivität direkt, das bleibt. Ja, das ist, glaube ich, die. Naja, ich glaube, so sind wir auf der sicheren Seite. So machen wir das mit denen allen. Das sind, glaube ich, die Besten hier. Inselattraktivität ist bei 472, zu 1000 wollen wir hin. Das haben wir schon mal halbwegs hinbekommen. Jetzt machen wir Folgendes. Und springen das weg, was hier Minusattraktivität erzeugt. Denn das sind Unorte und Umweltverschmutzung, würde ich sagen. Die Fischölfabrik sorgt für minus 55 Attraktivität. Die wollen wir mal beseitigen. Und woanders unterbringen. Ist die denn?
Oh Gott, wenn ich jetzt wüsste, wofür man Fischöl gebraucht hat. Ich kann mich an nichts erinnern. Wofür brauchten wir denn mal Fischöl? Es sind so unfassbar viele Waren hier. Wozu haben wir irgendwann mal Fischöl hier eingestellt, Leute? Wofür braucht man Fischöl? Das liegt schon... Wir haben so... Das ist so unfassbar groß geworden hier. Für gebackene Bananen? Ja, tatsächlich. Oh Gott, haben wir hier viele. Um Himmels Willen. 11 Stück. Wie viel Fischöl haben wir denn hier im Lager? Haufenweise. Wir reißen einmal alle ab hier. Mal schauen, ob man die auch mit Shift und Linksklick, mit Shift und bei gedrückter Shift-Taste alle abreißen kann. Nee, scheint nicht zu gehen, ne? Nee, geht nicht. Ich unterstütze Sie, auch wenn ich damit alleine bin. Wie viele gibt es jetzt hier noch? Noch 2 weitere. Das sind sie. Beide bitte weg. Einmal kurz zurück den Inselanteil aufkaufen. So. Das Lagerhaus brauchen wir jetzt hier übrigens auch gar nicht mehr. Und jetzt brauchen wir, müssen wir das Fischöl von woanders herbringen. Fischöl kann man in meiner Erinnerung überall produzieren. Wir brauchen einfach nur eine Stadt mit viel ungenutzter Küste. Das ist hier eine Insel mit ungenutzter Küste. Die ist sie nicht. Die könnten... Hier ist auch nicht so viel. Hier ist ungenutzte Küste, aber nicht so viele Menschen hier leben. Aber das kann man machen hier. Dann brauchen wir hier eine Straßenverbindung. Die nehmen wir. Einmal hier rüber, bitte. Setzen hier unsere Fischölfabriken hin. Oh, das geht gar nicht, ne? Ah. So müsste es aber gehen, ne? Ja, so geht's. Aber wohin denn? Dann setzen wir noch ein Lagerhaus daneben hin. Eine Straße hier runter, bitte. Alles klar. 3. Wir brauchen 11, hatten wir gesagt. Ob das funktioniert. Bin mir nie sicher. Es klappt nicht. Okay. Das geht jetzt komischerweise. Das geht auch. Dann noch eine Straße hier bitte lang.
Geht das? Na, ist schon. Wir können die doppelt machen. Na. Hier hin. Ach, das war eigentlich... Ja, könnte platzsparend sein. Danke an Schornes fürs dritte Abo. Liebe Grüße. Und Galaxus, danke fürs siebte. Quick, danke fürs neunte. Schauen, ob das funktioniert. Ja. Fein. Klasse. Lagerhäuser bauen, bitte. Baugelände blockiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kein Lager aus in Reichweite. Eins dahinter. Einmal. Kriegen wir noch eine untergebracht? Mal gucken. Sollte eigentlich klappen. So, im Blaupausenmodus weiter. Die Flammen sind außer Kontrolle. Feuerwehr rückt aber schon aus, ne? Die Schutzbrillen finde ich offen gestanden. Wo sind denn hier die, wo ist denn hier immer die Feuerwehr in der Arktis? Vielleicht ist das irgend so ein Hochstand, ne? Polarwacht ist schon unterwegs. Okay. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So mutig und so viele Leben gerettet. Ja. Ich weiß, es war heldenhaft von mir. Feuerwehr hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber im Prinzip war ich das, weil ich habe die ja kommandiert und habe gerufen, wird schon werden, rettet die. Ich war mal kurz gucken, habe gesagt, ihr schafft das schon. Also, ich will mich nicht in den Vordergrund spielen, aber ja, Bente, wenn du das so siehst, WB hat viele Leben gerettet. Also, wenn man zu bescheiden auftritt, nimmt das einmal auch kein Schwein ab. Also, eine demonstrierte Bescheidenheit, es wirkt auch irgendwie so, es wirkt eher unbescheiden. Deshalb in aller Bescheidenheit, ja, ich habe sie alle gerettet. Und die Feuerwehr hat ein bisschen auch was gemacht. Muss man so sagen. Brauche noch ein paar Journaleros mehr hier vorne. Eine Straße hierhin, bitte. So, das sollte locker reichen. Ein paar haben wir noch gar nicht gemacht. Hier kommt nur ein Lagerhaus hin. Alles gut. Jetzt brauchen wir ein Schiffchen, das das rüberbringt. Danke an Jack. Hi, Jack. Danke auch an Estet. Zwei neue hier. Habt ihr die beiden schon begrüßt? Estet und Jack sind neu hier. Da kommen unsere Blumen. Ja, danke, Goldiger Mond. Die Blumen sind von WB und von Goldiger Mond. Ja, Emmy schreibt zurecht. Emmy schreibt, ich schaue heute beim Endlosspiel zum ersten Mal zu. Ich muss schon sagen, ich freue mich auf die neue Partie. Das ist ja zwischenzeitlich sehr chaotisch und unübersichtlich mit dem ganzen Content.
Sieht aber dennoch sehr cool aus, steckt sicher eine Menge Arbeit drin. Jawohl. Und wie viel? Unglaublich viel Arbeit steckt da drin. Jetzt brauchen wir noch eine Verbindung, eine Route, die ja alles hin und her bringt. Von Xolokohtu aus. Vielleicht können wir uns da eine nutzen. Na, die kann man nutzen. Aber die ist schon komplett ausgenutzt. Irgendwas klappt hier nicht. Ach, wir machen einfach eine neue. Wir nehmen ein, was soll's. Neue Route. Hier hin, dahin und zurück. Fischöl rein. Fischöl raus und das war's. Schiff dazu. Die Route heißt Igit. Wer mag schon Fischöl? Wir nehmen eines der Schiffchen vor Ort. Mal gucken, welches. Hier ist der edle Denix. Ah, nicht Chai, nein. Kibas Jubiläum ist vor Ort mit Atola. Raus mit dem guten Zeug. Sehr gut. Wir nehmen Stechdichfix. Stechdichfix kommt in die neue Route rein. Klasse. Und auf geht's. So, jetzt haben wir das Fischöl schon mal weggebracht. Die Blaupause ist Absicht, Carsprite, ja. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was hier außerdem noch für Unzufriedenheit oder Minusattraktivität gesorgt hatte. Das waren noch. Da ist noch eine Chemiefabrik, ist ja irgendwo. Die ist auch noch fies und Igit. Eine Off-Zentrale. Gott, wofür brauchten wir ein oder mehrere? Eine. Und wo ist die? Seht ihr die? Gott, wo ist die denn? Habt ihr sie schon entdeckt? Ich finde sie nicht. Wo ist sie denn? Hier steht, es ist eine auf der Insel. Eine für Kaugummis. Wo ist sie denn? Aber hier steht da auf dieser Insel Kaugummis eine. Wir suchen mal über das Statistikmenü. Ich finde sie gerade nicht. Was wird da produziert? Kaugummis. Die. Und warum wird die eigentlich angezeigt, wenn man hier draufklickt? Das ist ja komisch, guck mal. Normalerweise müsste doch ein Icon aufploppen, wenn man die hier so bauen möchte. Warum ploppt da kein Icon auf? Sehr komisch. Auf jeden Fall, das ist die.
Und die bringt wahrscheinlich minus Attraktivität von 10. Aber die umbauen ist schwieriger. Da müssen wir... Ach komm. Ob die 10, das können wir uns immer noch überlegen für irgendwann. Das ist erstmal nicht entscheidend. Was wir aber machen müssen, ist die andere Sache. Weil wir Zelluloid haben, meinst du? Jetzt wird sie angezeigt, das war's. Das war der Grund. Aber was wir machen können, das sorgt auch für mehr Attraktivität, die Kaffeeröstereien von Xolokorto hier hinholen. Von hier vorne. Denn hier hinten auf der Zentrale, da können wir auch Kaffee herstellen. Und die haben ein Handelszentrum. Und das gibt irgendwie, das war irgendwie gut für Kaffeeröstereien und Attraktivität. Mal schauen, ob wir das finden. Zwei sind hier, zwei Handelskammern. Die Menschen lassen sie hochleben. Eine hier vorne, die andere da hinten. Okay. Und die ist noch nicht gebaut. Ich glaube, das war die andere. Um die es hier ging. Da, hier die. Ja, genau. Da haben wir Spezialisten drin. Wir haben haufenweise Kaffeeröstereien drumherum. Jede Kaffeerösterei bringt plus 10 Attraktivität. Das hilft uns krass. Das machen wir. Ja. Ah, der Platz hier ist so mittelmäßig genial. Mal das Leben vorkommen und die Irrquind. Wir müssen hier packen, die woanders hin. Anders geht's nicht. Weil hier macht das Leben vorkommen und das Öl vorkommen belegt Bauplatz hier. Haben wir hier woanders noch Platz dafür? Wir können es einfach ein Stück nach links schieben. Die Felder irgendwo umbauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn ich das hier hinsetzen würde zum Beispiel. Hier unten so hin. Ja? Wir gehen hier oben mal rein in die Bananenplantage, entfernen hier mal ein paar der Bananenplantagenfelder. Nämlich alles, was hier nach unten kommt. Hat's geklappt? Ja, jetzt verschwindet das. Hier machen wir das mal auch so. So. Hat das hier geklappt? Das wurde gerade nicht angenommen. Das Spiel braucht... Achso, ich bin langsames Tempo. Jetzt auf normal. Boah, das nimmt das doch mal an hier. Klick, klick. Und weg damit. So, und jetzt puzzeln wir mal ein bisschen um. Das ist die Handelskammer. Die muss doch nicht mal an der Straße liegen. Einmal hier hin. Und jetzt versuchen wir es mal hinzubekommen. Dass wir hier möglichst viele untergebracht bekommen, ja? Zu Recht. Absolut zu Recht. Also meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Die Menschen lassen uns hochnehmen. Lassen uns hochnehmen. Lassen uns hochleben. Glaubt ihr, die machen das zu Recht? Spontaner Kommentar bitte im Chat. Lässt man uns zu Recht hochleben? Zu Recht. Goldiger Mond sieht's aus. Dann ist alles gut. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der das so sieht. Schauen, wie viel wir hier untergebracht bekommen. Die Hochkante nehmen vielleicht eins mehr.
müssen alle gehighlightet sein hier. Das Lagerhaus kann auch nach unten hin. Das muss nicht in Reichweite sein. Das Handelszentrum braucht keinen Straßenanschluss. Das sieht alles gut aus. Einmal. Zweimal. Die Menschen lassen dreimal. Hochleben. Zurecht. Schon wieder. Leute, man lässt uns hochleben. Euer Kommentar dazu? Zu Recht oder nicht? Lässt man uns zu Recht hochleben? Antwortet spontan. Fühlt euch von mir bitte in keinster Weise unter Druck gesetzt. Wie seht ihr das? Lobt man uns zu Recht? Ja, na, dann bin ich. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der so empfindet. Ja, danke. Dann bin ich zutiefst beruhigt. Zeit, sich mal die Beine zu vertreten. So, noch weiter. Das hier unten muss immer gehighlightet sein. Das hier, das muss so sein, dass die in dem Bereich drin liegen. So. Ich glaube, wir kriegen ja sehr viele untergebracht. Ja. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Gucken, wie viele wir hier noch untergebracht bekommen. Wir kriegen da echt viele untergebracht. Jetzt haben wir alle, die es gibt, in den Bereich reingestopft, ne? Jetzt kommen die neuen. Alles, was jetzt kommt, sind neue Kaffeeröstereien. Mal gucken, wie wir das schaffen. Eine. Zwei. Das muss in der Mitte blau-leitet sein, gehighlightet sein. So, ab hier wieder. Straße hier rauf. Ja. Weiter puzzeln. Die Straße hier kann weg. Die in der Mitte, die brauchen wir gar nicht. Die kann weg. Die kann man nämlich von oben auch dran legen. Die haben hier unten eine Straße. Kann man das hier ein Stück nach unten legen? Ja. Zauberhaft. Jetzt kommen wieder die neuen. Da brauchen wir eine Straße dazwischen. Aber nicht alle. Schauen, wie viele wir hier verstaute bekommen. So. Schnapszahl im Chat. 777 Zuschauer. Ganz schnell. Chatmods. Wer die Tassen hochhält, bekommt einen Schnaps rein. Oder einen Rum. Nur einen Rum. Wir sind in der neuen Welt. 780. Aus. Wer jetzt keine Tasse gepostet hat, aus. Das war's. Aus. Schnapszahl weg. Das war's. Das war's schon wieder.
So, So. Also das ist die Handelskammer. Eine neue haben wir schon untergebracht bekommen. Eine Straße müssen wir hier gleich noch bauen. Das ist geblauleitet. Ja. Die brauchen Straßenanschluss. Nochmal. Straße anders ziehen. Hier rum, man war zu langsam. Hör mal. Ich weiß, es ist Samstagabend. Man denkt irgendwie, es ist entspannt. Ich komme zur WB hin, um das Wochenende zu vergessen und um eine gute Zeit zu haben. Aber im Prinzip gilt das. Aber es sei denn, man ist natürlich rumfixiert. Also jemand, der total auf rum steht, könnte schwierig werden. Ja, ich will die Nacht durchmachen. Nee, Kaffee, wir wollen hier so viel Kaffee wie möglich, wegen Handelskammer und weil jede Kaffeerösterei hier plus 10 Attraktivität bringt. Deshalb machen wir das hier. So. 3 haben wir schon extra untergebracht. 5 haben wir schon extra untergebracht. Vielleicht noch eine. Nein, die hier nicht mehr. Scheibenkleister. Die alle nicht mehr, ne? Das war die letzte. Ich probiere mal was. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich probiere mal was aus. Wenn die Straße hier wegmachen und die hier umdrehen. Ja. Und hier eine Straße gleich raufziehen. Ich glaube, wir kriegen noch eine untergebracht. Ja. Wo ein Wille ist, da ist auch Gewalt, da ist auch ein Weg. Sehr schön. Die sind alle neu. Die haben wir alle neu hier hinbekommen. Puh. Jetzt müssen wir die Lager. 6 neue. 60 Attraktivität mehr für die Insel. Klasse. Alle einmal ausbauen, bitte. Kriegen wir hier rechts noch eine hin? Leute, wir kriegen hier noch eine hin. Ich will, dass ich wieder noch eine hingebracht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Einmal. Das Lagerhaus kann auch weg. Die Waffenruhe wurde beendet. Einmal. Da passt noch eins rein. 2 weitere haben wir untergebracht bekommen. Zum Raub der Flammen. Sehr schön, klasse. So mutig und so viele Leben gerettet. Sehr schön. Bitte einmal durchreparieren. Oh, das geht nicht, weil uns Bretter fehlen. Das ist doof. Schnell ein Schiffchen dorthin. Die Bielefeld. Ah, die würde ich gerne hinschicken. Ich glaube, die Bielefeld gibt es gar nicht, ne? Gibt es ein Luftschiff namens Bielefeld, das am Nordpol ist? Was meint ihr? Frage in Chat. Gibt es ein Luftschiff namens Bielefeld, das hier noch unterwegs ist? Fake News heißt es im Chat. WB, das sind Fake News. Hier waren die Ruinen, ne? Gemeinsam sind wir so viel stärker. Da waren die hier vorne. Die waren hier.
Flugroute ist eingezeichnet. Aus dem Nichts. Wir gleiten einmal rüber. Ach Leute, das ist so lieblich. Die nächste Partie werden wir eventuell ohne die Akte, die Akte spielen. Deshalb gönne ich uns mal. Es mangelt an Arbeitskraft. Das hier. Für einen Moment, Leute, ja. Ein Luftschiff nach dem anderen geleitet hier hinweg.